So, hallo. Wieder leidiges Problem. Der Rasenmäher hat mal wieder das Kabel rausgezogen und irgendwie da haben wir den Rest. Muss man das wieder neu einbuddeln. Ja, der bleibt öfters mal hängen und dann irgendeine Stelle. Und dann müllt er die raus. Bisher hatte ich immer, um die Kabel zu flicken, die hier verwendet. Und mal mit der Kremzange, aber irgendwie ist das nicht so die Idee. Daher habe ich gesagt, jetzt nehmen wir mal die hier, da die ja überall in der Werbung sind. Und zwar sind das Lötverbinder mit Schrumpfschlauch. Jene mit verschiedenen Farben und Kabelstärken. So eine Packung kostet irgendwie ein Zehner oder so. Und da sind, keine Ahnung, 50 Stück drin in verschiedenen Kabelstärken. Steht immer drauf, was wofür ist. Ist hier vorne angegeben, rot für welche Kabelstärken. In Millimetern hier. Und da schauen wir mal. Bisschen sauber machen, so. Dann gucken wir mal, was gut passt. Nehmen wir die hier. Jawohl. Und das soll ja so einfach sein und so sicher. Stecken die hier durch. Durch. Das ist natürlich ein Gefummel. So, und jetzt soll man dafür nichts weiter brauchen als ein Feuerzeug. Da schauen wir mal hin, ob das so funktioniert, wenn man so draußen ist. Flamme auf Max. Aha, Tatsache, ihr seht, das Zünd verläuft und der Schrauch, der krümmt zusammen. Ne? Also der Spaß funktioniert, das ist echt verlötet, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja, der Spaß ist dann dadurch auch gleich wasserdicht, ist versiegelt. Ja, und die Stelle ist verlötet. Ja, wenn das jetzt auch mal hält, dann bin ich zufrieden. Wenn wir jetzt noch Kontakt haben, das muss man gleich schauen im Rasenmäher, dann ist das eine echte Alternative. Hierzu müsst ihr mal die Dinger mit, die Hülsen mitschleppen. Hier natürlich auch, aber hier reicht das Feuerzeug. Und nicht immer irgendwelche 1000 verschiedenen Krimzangen. Von daher, okay, preislich ist das natürlich eine andere Sache, aber ob man nur 300 Kabelschuhe oder Steckhülsen oder Krimphülsen kauft für 7 Euro oder eben 50 für 10 Euro. Im Moment noch teuer, aber für unterwegs oder eben mal so schnell. Coole Geschichte, muss ich jetzt mal zugeben. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte wieder irgendwelcher Kram aus Fernost, aber nö. Ups, hier sitzt noch einer drunter. Oh, der will nicht raus. Das war nämlich der Anker für das Kabel. Ja, ihr seht es hier an der Stelle. Das passiert hier öfters. Halte ich mal so ein. Ja, muss auch genug sein. Ja, hier ist so eine Stelle, da fährt er sich immer wieder fest, warum auch immer. Und dann mühlen die Räder das Kabel raus, hier vorne hoch.
Aber buddelt man es tiefer ein, dann erkennt das Signal nicht mehr. Das ist immer so eine Sache. Ab und zu passiert das halt. Ja, so viel dazu. Da nochmal. Ich setze nochmal einen Link hier runter, wer die auch kaufen möchte. Gibt's wahrscheinlich auch mal in anderen Abpackungen, vielleicht irgendwo zu anderen Preisen, keine Ahnung. Ich habe es ja da gekauft zu dem Preis. Schaut mal, wo es günstig ist. So, und dann gehen wir mal schauen, was er davon hält. Ah, Lampe ist grün. Das heißt, der Kabelbruch ist jetzt erstmal weg. Dann machen wir das mal anders. Ich hole den mal hier raus. Vorher war ja Schleifensignal verloren. Jetzt schauen wir mal. Geben wir den PIN-Code ein. Sagt das Standby. Also ihr kriegt jetzt das Signal. Dann sagen wir Kardun bedankt. Ja. Und er geht arbeiten, wie sich das hört. Also, das war's. Einfach und effektiv. Wenn auch ein bisschen teuer.